Im Kanton Bern sucht Bauer Rees seine Traumfrau. Ich bin Andreas. Ich möchte gerne eine Frau kennenlernen, die etwas Pfiff hat, etwas Dampf hat und mehr aus der Reserve locken kann. Rees wandert gerne in der Natur und liebt traditionelle Schweizer Musik. Ich singe im Jodlerclub seit 2016. Darum habe ich die schöne Tracht an. Die machen Begleitstimmen. Einfach ein Lied, einfach singen. Zum Beispiel im holden Strauch, gerade neben den Lauben, hat's albe junge Amsel gehabt. Ja, wir haben das Jahr aus, haben wir so 8 bis 10 Auftritte. Das ist eine sehr intensive Zeit. Es wäre schön, wenn wir gewisse Hobby zusammen teilen können. Aber gerade singen müssen wir jetzt nicht teilen. Ich sage jetzt, ja, wir können andere Hobbys zusammen machen. Ja, mein Charakter ist sicher ruhig. Ich tue die Sachen sicher zweimal überlegen. Aber ich kann aus mir rauskommen, wenn es mir wirklich wohl ist. Was ich richtig gut kann, ist sicher zuhören kann ich gut. Ich kann Geheimnis für mich behalten. Der Wunsch für jemanden zu umarmen ist wirklich so riesig, fast so gross wie ich bin oder noch fast grösser. Für unseren Bauern ist ein guter Charakter wichtiger als gutes Aussehen. Ja, vom optischen her, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Ich sage jetzt mal, das, was kommt und der Charakter schlussendlich zählt, ja, und nicht das Optische. Meine zukünftige Frau sollte aufgeschlossen sein, Preise Humor haben, mit mir lachen und eben mehr verstehen und mitlachen wäre cool. Und ein bisschen am Karren schreissen, ja, wie wir das in Bern sagen. Rees führt den Familienbetrieb in dritter Generation und kümmert sich um 16 Milchkühe und eine Schweinezucht. Die Landwirtschaft ist sein Traumberuf. Zum perfekten Glück fehlt nur noch die passende Partnerin. Ja, natürlich hätte ich Kühe nehmen. Das hier wäre Shakira. Nehmen wir hier Senna. Das ist Santana. Dann nehmen wir Juna. Es spielt doch keine Rolle, von wo die Frau kommt. Ich sage jetzt mal, so in der Schweiz ist schon cool. So Kanton Schweiz, der Dialekt gefällt mir so. Ja. Und die sind so urchig, bodenstämmig. Aber es muss natürlich auch, ich kann Zürcher, die mehr Temperament sein. Ja. Jump in my car. I wanna take you home. Freiheit bedeutet mir, frei entscheiden, was man will. Mit der Familie zusammen, das bedeutet mir Freiheit. Wenn ein Partner mir helfen würde, hat man natürlich viel mehr Freizeit. Das ist ganz klar. Oder bei den Tieren ein bisschen helfen, mit dem Traktor etwas machen, in der Büro arbeiten, hat man auch viel mehr Zeit füreinander. Unser Berner Bauer hat gute Freunde, die ihm zur Seite stehen. Aber Rees möchte nicht länger allein auf seinem Hof leben. Er wünscht sich eine Familie. So wie mit dem Stefan habe ich es fast mit Kemme. Ja, wir kennen uns etwa schon seit 13 Jahren. Ja, das bedeutet mir viel, so über Probleme reden. Er ist sicher eher ein ruhiger, hat das Herz am rechten Fleck. Er ist von einer Partnerin eine Freude, hat er gesehen. Eine Freude. Stefan, wie hast du das gemacht, was dir Irina bei dir bleibt? Wie hast du das gemacht? Wie hast du dich überzeugen? Hättest du mir einen Tipp? Das ist eine gute Frage. Also ich sage, wenn es funktioniert, ist es ein Geschenk vom Himmel. Und ich sage einfach auch, wenn jemand ja, die Gunst von einem Menschen ein erkennen, dann ist es ein mega Geschenk, wenn das jemand ein erkennen. Ich sage jetzt in der Hofwoche oder so, ob ein Dörfer erkennen, vielleicht nicht nur einfach im Ausgang nehmen. Und ja, von dem her finde ich das ein super Projekt. Oder? Ja, es wäre schon toll, wenn jemand kommen würde, der ein bisschen Landwirtschaft, ein bisschen Leidenschaft zeigen für die Landwirtschaft. Und das ist schon meine Leidenschaft. Und wenn wir das zusammen teilen können, wäre das natürlich schon etwas ganz Schönes. Damit mein Leben perfekt ist, fehlt mir sicher eine tolle Frau, wo ich eine Familie gründen kann, den Hof zusammenführen kann. Rees sucht dich. If we die,
tonight.